Moin, heute möchte ich mit euch über Rereads sprechen. Das heißt über Bücher, die ich schon mal gelesen habe, die ich liebe und sie deswegen gerne nochmal erleben möchte. Und da möchte ich mit euch zunächst einmal in das Jahr 2019 zurückblicken, denn auch da habe ich mir schon ja Bücher und Reihen vorgenommen, die ich gerne nochmal erleben wollte. Und da möchte ich schauen, welche Vorsätze ich geschafft habe und welche noch offen sind. Und dann gab es Bücher, die ich, ohne dass ich sie geplant habe, in 2019 gereadet habe. Und auch da möchte ich schauen, was das alles für Bücher waren. Und zu guter Letzt möchte ich mir neue Vorsätze nehmen, neue Bücher vornehmen, die ich im Jahr 2020, also in diesem Jahr, nochmal erleben möchte. Und wenn ich sage nochmal erleben, dann sage ich das so und nicht nochmal lesen, weil ich meistens oder für mich so entdeckt habe, dass man als Hörbuch die Bücher sehr gut nochmal erleben kann, weil man sie aus einer ganz anderen Perspektive nochmal entdeckt und weil man das Ganze sehr gut in den Alltag einbinden kann und trotzdem dann neue Bücher, also wirklich neue Bücher, die man noch nicht kennt, normal lesen kann. Und wenn man Bücher noch nicht kennt, dann finde ich es auch schöner, sie zu lesen, weil man dann ein bisschen aufmerksamer ist als beim Hörbuch. Und es gibt natürlich auch noch die Art und Weise von Büchern neu zu entdecken, wenn sie in neuen Ausgaben erscheinen und zum Beispiel neu illustriert sind und so weiter. Das ist auch auf jeden Fall schon öfter vorgekommen. Ja, das ist der Plan und wir beginnen jetzt mit den Büchern, die ich mir im Jahr 2019 vorgenommen habe zu lesen und die ich auch geschafft habe. Das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Das war eins von der Liste und das habe ich relativ schnell umgesetzt. Das habe ich als Hörbuch gehört, von Dirk Bach gelesen und der macht das auch wirklich großartig, passt sehr gut zu diesem skurrilen und lustigen, aber dennoch sehr, sehr bibliophilen Werk. Ich möchte gar nicht mehr so arg auf die Inhalte eingehen. Ich kann euch nur sagen, dass Walter Mörs immer sehr viel Wortwitz mit hineinnimmt, sehr viel Innovatives und gerade in dieser Geschichte halt sehr, sehr viel Bibliophiles. Also hier ist etwas für jeden Buchliebhaber dabei und wie gesagt, mit sehr viel Humor und sehr viel schrägen Einfällen gespickt. Richtig, richtig klasse. Die nächste Reihe, die ich nochmal lesen wollte, um sie fortzuführen, denn die ersten drei Bände hatte ich schon gelesen und es fehlten mir noch 4, 5 und 6, war der Dämonenzyklus. Da hatte ich, wie gesagt, die ersten drei schon mal öfter gelesen. Das ist jetzt der erste und ich habe es tatsächlich geschafft, alle drei zu lesen und sogar den vierten noch hinten dran zu hängen, sodass mir jetzt in diesem Jahr nur noch 5 und 6 fehlen, die ich halt aber noch gar nicht gelesen habe. Auch das habe ich euch schon oft vorgestellt, eine High-Fantasy-Reihe, in der Dämonen nachts aus dem Boden steigen und die Menschen malträtieren und die Menschen sich im Grunde nur mit Siegeln, mit magischen Siegeln schützen können, aber sich nicht wehren können. Es gibt allerdings die Legende, dass es mal Siegel gab, mit denen man die Dämonen auch richtig bekämpfen konnte. Und unser Protagonist, der macht sich auf die Suche danach, denn er möchte sich nicht verstecken und möchte nicht so werden wie sein Vater, der vor Angst erstarrt. Und es gibt aber auch noch andere, ja, Charaktere, die hier sehr in den Fokus rücken und das macht sehr viel Spaß. Ich liebe diese Reihe und freue mich, sie dieses Jahr auch beenden zu können. Also da können wir auch einen Haken drin machen. Band 1 bis 3 vom Dämonenzyklus habe ich auch als Hörbuch teilweise und teilweise gelesen, da habe ich das, glaube ich, gemischt. Dann hatte ich mir vorgenommen, alle Harry Potter Bände wieder zu lesen, beziehungsweise als illustrierte Ausgabe neu zu erleben. Und den ersten Band habe ich bereits schon gelesen gehabt und dann kamen Band 2, 3 und 4 dazu. Ich wollte wieder von vorne angefangen und das habe ich auch gemacht. Das ist hier der erste Band, Harry Potter und der Stein der Weisen, die Kammer des Schreckens, der Gefangene von Azkaban und auch der Feuerkelch habe ich auch als illustrierte Ausgabe sozusagen neu erlebt im Jahr 2019 und habe dann gleich auch mit Band 5 weitergemacht als Hörbuch. Band 5 ist halt leider noch nicht als illustrierte Variante erschienen.
Aber da bin ich jetzt sozusagen auch noch bei, diese Reihe zu beenden und freue mich auf die nächsten illustrierten Bände. Ich bin gespannt, ob tatsächlich dieses Jahr 2020 der fünfte erscheint. Glaube es aber irgendwie nicht, weil der ist so dick und wenn er das alles illustrieren will, dann wird er sich sicherlich Zeit lassen, der Illustrator. Mal schauen. So, und das waren schon die, die ich mir vorgenommen habe und die ich auch geschafft habe. Es gibt noch welche, die ich mir vorgenommen habe und die ich nicht geschafft habe. Da kommen wir später zu. Jetzt wollen wir erstmal die Bücher uns anschauen, die ich auch neu erlebt habe und ich mir aber nicht vorgenommen habe. Das ist ja durch verschiedene Gründe passiert. Entweder kam Fortsetzung raus, wo ich dann nochmal die ersten Bände nochmal zur Auffrischung gelesen habe, oder es kamen besondere Schmuckausgaben raus. Und obwohl ich die Geschichte schon in meinem Regal hatte oder schon mal gelesen habe, wollte ich die in dieser neuen Ausgabe neu erleben. Das war auch bei diesem Buch hier der Fall. Der Zauberer von Oz, eigentlich von Lyman Frank Baum, aber hier neu erzählt von Sebastian Perez und Benjamin Lacombe illustriert. Den Illustrator habe ich jetzt schon öfter erwähnt, dass ich seine Illustrationen sehr gerne mag und dass ich ja eben Neuerzählungen von Klassikern schön finde. Und dieses Kinderbuch, Der Zauberer von Oz, mochte ich auch schon in seiner Originalausgabe. In dieser Geschichte ist es aus der Sicht der Vogelscheuche erzählt, also mal eine andere Perspektive. Allerdings habe ich es so empfunden, dass es relativ nah am Original trotzdem geblieben ist. Also sonst hat diese Nacherzählung nicht viel anderes gehabt, fand ich. Ja, und die Illustrationen waren wirklich ein Traum. Hierzu bekommt ihr noch eine eigene Rezension, deswegen werde ich jetzt hier nicht mehr viel dazu sagen. Ja, dann habe ich zwei Comics gereadet und zwar waren das die beiden hier. Herbst und Winter sind die beiden ersten Bände von dem Comic Alizig von H. Rufflet und H. Vogt. Und ja, das ist eine Dark Romance Mystery Serie in vier Bänden. Und Band 3 und 4 habe ich mir halt eben dieses Jahr, nee, dieses Jahr darf ich nicht mehr sagen, sondern im Jahr 2019, also letztes Jahr, zugelegt und ich wollte noch mal reinkommen in die Reihe und habe deswegen Band 1 und 2 gereadet oder wie man das auch immer sagt bei Comics. Und ich liebe die Zeichnungen. Es ist richtig schön mystisch und düster und trotzdem irgendwie zauberhaft gezeichnet und immer in ganz bestimmten Farben so abgestimmt. Richtig, richtig schön, manchmal ein bisschen zu kitschig und manchmal ein bisschen oberflächlich, aber dennoch eine schöne Mischung und hat mir gut gefallen. Ja, und auch hier bei diesem nächsten Band war der Grund, dass ich es nochmal gelesen oder beziehungsweise das Hörbuch gehört habe, der Grund, dass eine Fortsetzung kam und ich meine Erinnerung auffrischen wollte, weil es jetzt mittlerweile fast 10 Jahre her ist, dass ich dieses Buch gelesen hatte. Und zwar war das Erebos von Ursula Poznanski. Ein Buch, was ich damals richtig cool fand. Ein Jugendthriller, in dem ein Computerspiel eine Rolle spielt, was in der Schule ja wie Drogen verkauft wurde bzw. ausgetauscht wurde und ja sich total verbreitet hat und süchtig macht und die Jugendliche sich dann auf einmal ganz seltsam benehmen, wenn sie dieses spielen. Erebos ist ein Computerspiel, kann man ungefähr vergleichen mit WoW. Erstellst halt deinen eigenen Charakter und musst mehrere Quests erledigen, um dich hochzuleveln. Und Erebos scheint aber sehr lebendig, also dieses Spiel scheint sehr lebendig und es scheint dich sehr gut zu kennen und auch viel über dich zu wissen. Und es stellt dir Aufgaben und diese Aufgaben musst du bestehen, um halt eben weiterzukommen im Spiel. Und das machen die Jugendlichen, damit sie eben in diesem Spiel weiterkommen, weil es sie so sehr fesselt. Und diese Aufgaben werden aber immer gefährlicher und diese Aufgaben scheinen auch immer mehr in die Realität hinüber zu schwappen. Und dann ist halt die Frage, was will Erebos eigentlich? Wer steckt dahinter, hinter diesem Spiel? Ist das vielleicht doch nicht so ein harmloses Spiel? Ja, scheinbar nicht. Und dieses habe ich als Hörbuch auch nochmal gehört. Was ich schade fand, war, dass es gekürzt war.
Aber als Auffrischung fand ich es in Ordnung. Allerdings mag ich gekürzte Hörbücher einfach überhaupt gar nicht und sehe da keinen Sinn darin. Gelesen war das von Jens Wawritschek, der ja auch Peter Shaw von den drei Fragezeichen spricht. Und er hat das richtig gut gemacht und ich fand, das passte hier sehr gut. Ich finde, seine Stimme passt nicht zu allen Hörbüchern, aber gerade so zu diesen jugendlichen, etwas frechen Büchern passt das, finde ich, sehr, sehr gut und hat mir wirklich Spaß gemacht, diese Geschichte nochmal neu aufzufrischen und so, dass ich dann in den zweiten Teil von Erebos gut einstarten konnte. Dann wieder eine Schmuckausgabe, die ich unbedingt von einem neuen Kinderbuch, also von einem Kinderbuchklassiker haben wollte. Der geheime Garten von Frances Hodgson Burnett habe ich hier schon als eine Ausgabe, aber diese Ausgabe aus dem Koppenrad Verlag von Mina Lima illustriert gestaltet, musste ich einfach mir zulegen, beziehungsweise habe ich, glaube ich, sogar als Rezensionsexemplar bekommen. Hier gibt es halt immer so Sonderillustrationen, wo man entdecken kann, aufklappen kann. Im Grunde sind es so Aufklappbücher wie für kleine Kinder, Überraschungen, die man dann findet. Hier kann man zum Beispiel hinter Hecken eine Tür aufklappen zum verborgenen geheimen Garten. Und die Geschichte finde ich auch einfach schön, weil sie so naturverbunden ist und weil es um Freundschaft geht und um Lebenslust und wie man die Lebenslust wieder findet und wie verzogene Kinder sich langsam entwickeln und sich gegenseitig helfen. Ja, ein kleines Waisenkind, ja, wo ihre Eltern halt versterben und sie ist eigentlich total verzogen, kommt zu ihrem Onkel auf so ein Anwesen in England, riesengroßes Anwesen, aber sie wird auch da ziemlich alleine gelassen. Sie hat aber keine Bedienstete und muss sich jetzt selbst rumschlagen und untersucht dann nun, geht auf Erkundungstour in dem großen Haus, aber auch in dem Garten, in dem großen Anwesen und findet dort eben einen geheimen Garten und außerdem ja ein weiteres Kind, einen Jungen, der halt eingesperrt liegt und scheinbar krank ist. Ja. Und das letzte Buch, was ich gereadet habe, und das ist genau das gleiche, Schmuckausgabe musste ich haben, auch wieder der Illustrator Benjamin Lacombe hat mich da gezogen. Alice im Wunderland, ich liebe diese Ausgabe. Es gibt auch noch einen zweiten Teil, Alice im Spiegelland, gehört ja zusammen, aber den ersten Teil hatte ich mir dann hier mal gegönnt und ich weiß, dass ich beim ersten Mal, als ich Alice im Wunderland gelesen habe, etwas enttäuscht war, weil es nicht ein typisches Kinderbuch ist und sehr wirr ist und wirklich sehr verquer. Aber das macht es irgendwie auch aus. Und beim zweiten Mal lesen wusste ich ja, worauf ich mich einlasse und wusste, dass ich die ganzen Figuren überhaupt null sympathisch finde. Und dann konnte ich an der Sprache und an diesen wirren, verrückten Sachen mehr. Ja, mehr Spaß haben irgendwie und natürlich auch an den Illustrationen. Und nun kommen wir zum letzten Teil des Videos und zwar meine Reread-Vorsätze für das Jahr 2020. Also mein Want-to-Reread im Grunde. Ja, das meiste habe ich schon mir vorgenommen, als Hörbuch zu hören, wieder, weil ich das wirklich schön finde. Manche Bücher gibt es allerdings nicht als Hörbuch und werde ich dann lesen müssen. Aber was ich auch nicht schlimm finde, weil so liest, wenn man liest, dann liest man halt auch wirklich, erlebt man die Bücher wirklich intensiver, wie ich finde. Fangen wir erstmal mit dem an, was sowieso klar ist, wo ich jetzt auch gerade noch bei bin, nämlich Harry Potter. Ihr seht, mit diesem wunderschönen Eulenlesezeichen, finde ich, passt grandios dazu, bin ich gerade beim sechsten Teil dabei, diese Reihe ja, weiterzulesen. Ich konnte natürlich nicht mittendrin aufhören, nur weil die Bände noch nicht illustriert rausgekommen sind, musste ich natürlich die Reihe dennoch beenden und ich mache es im Moment halt als Hörbuch, was mir sehr viel Spaß bringt. Und ja, so viel habe ich schon beim sechsten Teil und dann wird natürlich auch der siebte dran glauben müssen und ich denke, das werde ich auch noch diesen Monat, also im Januar, schaffen und wenn nicht, dann im Februar. Das heißt, das wird relativ schnell abgehandelt sein. Und dann gibt es natürlich auch noch Bücher, die ich mir vorgenommen habe, aber nicht geschafft habe. Und dazu gehört diese Reihe hier. Und zwar ist das Der Mitternachtszirkus von Darren Shan.
Eine Reihe, die ich erst durch den Kinofilm entdeckt habe, der ja ins Kino kam, ich mir angeschaut habe und ich fand die, ja, die Story ziemlich cool und habe dann gesehen, dass es dazu auch Bücher gibt, eine Bücherreihe und habe die gelesen und habe gemerkt, die ist ja noch viel cooler und da steckt ja noch viel mehr dahinter und der Film scheint dafür dann wieder viel zu oberflächlich zu sein, aber da ich den Film zuerst entdeckt habe, war das für mich in Ordnung. Ja, der Mitternachtszirkus handelt von Darren und seinem Freund. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Jedenfalls ist Darren, scheint er ein ganz normaler Teenager zu sein, bis er irgendwann ja, einen Flyer von dem Mitternachtszirkus sieht. Das ist so eine Freakshow und er möchte ja, dorthin. Und geht mit seinem Kumpel dorthin und er ist total fasziniert von Spinnen und sein Freund ist total fasziniert von Vampiren. Und er entführt da diese eine Spinne und sein Freund wird von dieser Spinne gebissen. Die ist aber so giftig, dass er ziemlich krank wird und Darren nun gestehen muss, dass er diese Spinne entführt hat. Und was er nicht weiß, ist, dass der Besitzer dieser Spinne ein Vampir ist und er schlägt ihn einen Handel vor. Er gibt ihm das Gegengift, aber dafür wird Darren ein Halbvampir. Ja, und so beginnt diese Geschichte. Und da steckt noch so unglaublich viel mehr dahinter. Ihr seht, es ist ja Band 1, 2, 3 und 4. Und ich glaube, diese Reihe gibt es nicht als Hörbuch. Verbessert mich, wenn es doch nicht so ist, also wenn es doch ein Hörbuch dazu gibt. Ich würde es tatsächlich auch gerne mal als Hörbuch ausprobieren, weil ich glaube, das könnte gut passen. Ja, und das ist eigentlich auch schon die Filmausgabe. Die normale Ausgabe davor ist, glaube ich, in 12 Bänden erschienen, weil in jedem dieser Bände sind eigentlich 3 Teile enthalten. Ja, aber ich finde es so eigentlich viel besser, weil 12 Teile müssen es dann doch nicht sein. In so Kleckerweise muss es dann ja auch nicht sein. Aber da freue ich mich extrem drauf, weil es düster ist, weil es lustig ist und auch was ganz anderes, mal eine ganz andere Vampirgeschichte. Ist halt erstmal nicht so diese typische Glitzer-Vampir-Geschichte, so diese Romantasy-Sache und halt auch eigentlich nicht so diese klassische, sondern irgendwie, ja, was ganz anderes. Auch übrig geblieben ist die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Und da freue ich mich extrem drauf, weil die gibt es als Hörbuch und die werde ich mir auf jeden Fall anhören. Und ich glaube, die wird mir sehr viel Freude bereiten und sehr viel Spaß machen, weil Kerstin Gier ja so einen lustigen Schreibstil hat und so liebevolle Charaktere erschafft. Und die Edelstein-Trilogie, als ich die gelesen habe, das ist so lange her. Das heißt, ich werde extrem viele Details vergessen haben. Und ich werde sie im Grunde noch mal ganz neu entdecken. Ich habe die Filme dazu nicht gesehen und werde sie auch nicht sehen, weil ich die Schauspieler überhaupt nicht passend finde und ich möchte dort meine Fantasiewelt halt behalten. Also diese Reihe werde ich als Hörbuch hören und da freue ich mich auch wirklich extrem drauf, ja, weil die wird mir, glaube ich, ziemlich viel gute Laune bereiten. Ich weiß gerade nicht, wohin mit den ganzen Büchern. Überall liegen Bücher rum. Ich habe Angst, dass die Stapel umkippen, dass sie zu groß werden. Ein weiterer Walter Mörs muss mal wieder ja, herhalten. Die anderen habe ich jetzt mittlerweile fast alle gereadet bzw. als Hörbuch gehört. Der Schrecksenmeister aber noch nicht. Und das ist eins meiner Liebsten von Walter Mörs. Neben Die Stadt der träumenden Bücher ist, glaube ich, das mein Liebstes. Das ist so richtig schön gruselig. Spielt nämlich in so einem alten Schloss bei einem Schrecksenmeister, so einem Zauberer, der einen ziemlich schlechten Ruf hat und er macht einen Deal mit der kleinen, nicht Katze, sondern wie heißt es nochmal, Kratze, ne? Jedenfalls ist das Echo und Echo verliert sein Zuhause und er wird immer dünner und dünner und Eispin, der Schrecksenmeister, bietet ihn halt an, ihn ja, zu Kost und Logis einzuladen in sein Schloss und ihn danach aber ja, das Fell abzuziehen und an sein Fett zu kommen für irgendein Gebräu. Und ja, da Echo so viel Hunger hat, geht er erstmal auf dieses Angebot ein und will sich dann später eine Lösung überlegen, wie er da wieder entkommen kann. Und ja, es ist im Grunde eine Reise durch kulinarische Genüsse, aber eben auch durch dieses Schloss.
und durch so ein bisschen ja, Horrorelemente und wieder sehr, sehr schräg alles, sehr skurril, wie viel Wortwitz und ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, das ist leider nicht mehr von Dirk Bach vertont worden, was ich sehr schade finde. Aber ich glaube, von Andreas Fröhlich, glaube ich. Der kann das ja auch sehr gut und ich glaube, der macht das dann auch schon gut. Aber Dirk Bach ist schon traurig, dass er das nicht mehr einsprechen konnte. Und die letzte Reihe, die ich mir vorgenommen habe, und dann ist es, glaube ich, auch erstmal genug, ist von Cornelia Funke, Tintenherz. Da habe ich auch einfach so wieder Sehnsucht nach, diese zu entdecken. Besonders Band 2 und 3 habe ich das Gefühl, dass ich da wirklich fast gar nichts mehr weiß, was da drin vorgekommen ist. Im ersten Band ist das halt auch noch durch Bilder geprägt, die durch den Film irgendwie mehr hängen bleiben. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich den ersten Band auch schon zweimal gelesen. Und ich glaube, Band 2 und 3 habe ich bisher nur einmal gelesen. Und ja, auch wenn das nicht meine allerliebste Reihe ist, ist die einfach toll, weil sie eben auch von Büchern handelt und von Magie und von fantastischen Welten. Ja, im Grunde die fantastischen Welten zwischen zwei Buchdeckeln und von der Magie Figuren herauszulesen und sich selbst in Geschichten hineinzulesen. Und ja, darauf freue ich mich. Ich glaube, auch diese Story könnte ich sehr gut mir als Hörbuch vorstellen. Und ja, ich glaube, wenn ich mir die Stapel so angucke, die ich mir vorgenommen habe, das ist schon ordentlich. Ich hätte Lust, auch wieder andere Bücher neu zu rereaden, also ganz spontan. Also schließe ich nicht aus, dass ich auch andere Bücher wieder im Jahr 2020, Manu, dass ich auch andere Bücher im Jahr 2020 ja, wieder neu entdecke. Das schließe ich auf jeden Fall nicht aus. Im Jahr 2019 war das ja genauso. Ja, sagt mir doch gerne mal, was habt ihr euch denn vorgenommen, im Jahr 2020 nochmal zu lesen, beziehungsweise welche Reihen, welche Bücher sind generell welche, die ihr immer wieder lest oder die ihr jetzt in nächster Zeit nochmal lesen wollt? Oder sagt ihr, das mache ich überhaupt gar nicht? Es gibt zu viele tolle neue Bücher, die ich erleben möchte und bekannte Bücher nochmal lesen, das mache ich nicht. Das interessiert mich sehr und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.